Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Schön, dass ihr mit reinschaut. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Für die heutige Folge haben wir ja einen kleinen Ausflug geplant. Wir werden uns auf den Weg machen, die dritte Höhle zu erkunden. Bevor wir zu unserem Ausflug starten, starten wir aber zu einem kleinen Testflug, denn unser Turm hat seine endgültige Höhe erreicht. Mehr kommt jetzt nicht mehr oben drauf. Wir werden den nur noch im Laufe der Staffel halt immer weiter ausbauen. Wie ihr seht, habe ich schon so ein bisschen rumprobiert hier unten mit unserer Fundamenterweiterung. Ich denke, wir werden das so machen und das auch zu teilen. Auf jeden Fall die Fundamenterweiterung hier an der Seite komplett massiv ausbauen. Da kommt dann noch ein volles Dach drauf auf der ganzen Länge rüber. Müssen natürlich noch die Balken rein dann, dass wir da ein Schrägdach drauf machen hier an der Seite. Und auch Teile des Turms unten ruhig massiv ausbauen, also mit komplett geschlossenen Wänden dann. Weil wir ja eh nur noch von oben starten. Und die Seilrutschenzugänge lassen wir halt offen an den Seiten dann für unsere Verbindungen. Weil ich denke, das sieht dann nochmal deutlich, deutlich besser aus als dieses einfache Rahmengerüst. Gerade hier unten, wenn wir das Fundament auf jeden Fall nochmal erweitern und das auch alles massiv bauen. Das aber dann in den Baufolgen, ihr Lieben. Jetzt geht's erstmal los. Kleiner Testflug. Ein bisschen habe ich schon rumprobiert, denn von euch kam in den Kommentaren die Info rein. Super, vielen Dank dafür übrigens. Dass es mit dem Gleiter doch möglich ist, mit ein bisschen Übung durch Sturzflüge wieder an Höhe zu gewinnen. Und zwar nicht gerade wenig. Ich habe deswegen schon mal ein bisschen rumprobiert und es funktioniert halt. Und gerade wenn man eine gute Ausgangshöhe hat, die wir hier ja haben mit unserem Turm, geht das richtig gut. Und dann können wir genau das machen, was wir auch geplant haben tatsächlich. Wir können dann Rundflüge von hier aus um die ganze Insel starten und es auch wieder zurück nach Hause schaffen. Denn wenn das jetzt wirklich überall so geht mit dieser Mechanik, dann können wir ja theoretisch unendlich lange in der Luft bleiben. Deswegen hoffe ich auch sehr, dass die Entwickler dieses System beibehalten und nicht wieder die Thermiken aus dem ersten The Forest mitbringen, auch wenn es realistischer ist. Aber wir sind hier in einem Videospiel, deswegen hoffe ich sehr, dass die das so lassen, wie es ist, weil dadurch können wir dann ja wirklich unendlich in der Luft bleiben und überall auf der Karte wieder an Höhe gewinnen. Und müssen nicht in irgendwelche Thermiken reinfliegen, da dann ewig kreisen, so wie es im ersten The Forest ja war. Und sobald man eben raus war aus der Thermik, begann ja auch sofort der Sinkflug. Deswegen, so ihr Lieben, ich hoffe, ich kriege das jetzt auch einigermaßen hin, dass wir jetzt hier den Vorführeffekt haben und ich gleich runterschmiere wie so ein Stein. Na Virginia, willst du auch mal gucken, ob wir das hinkriegen? Und wir können sogar während des Fluges die Karte nutzen. Man muss sie nur vor dem Start halt schon mal rausholen, dann funktioniert es. Im Flug selber kann er die Karte nicht mehr rausnehmen, aber wenn man sie vorher in der Hand hat, kann man sie auch während des Fluges nutzen. So, ihr Lieben, ist auch egal, wo wir hier runterhüpfen, in welcher Richtung. Wir verlieren auf jeden Fall beim Start so zwischen 2 und 3 Etagen an Höhe erstmal, weil man automatisch in so einen kleinen Sturzflug übergeht, aus dem man dann auch noch keine Höhe wieder rausholen kann, aber aus eigenen Sturzflügen dann eben. So, auf geht's! Einmal rüber, genug von der Theorie, stürzt uns über die Kante. Manchmal kippt er so nach rechts weg, da kriege ich immer richtig Sorge, dass wir abschmieren. So, wenn wir jetzt zurückfliegen zum Turm, sieht man schon, wir haben, wenn wir jetzt hier drauf zukommen, sind wir schon bei 2 Etagen Höhenverlust. So, und jetzt hoffe ich, dass das so klappt, Leute. Wie es beim Üben geklappt hat. Sturzflug richtig aggressiv und dann nur so ganz minimal hochziehen. Und nach meinem Gefühl auch am besten so eine kleine Kurve mit reinnehmen. Guck mal, hat schon funktioniert. Hat schon funktioniert. Wir haben schon wieder ein bisschen Höhe gewonnen. Und nochmal. Man muss auch wirklich erstmal ein bisschen runter und ein bisschen Höhe verlieren. Und dann nimmt er das aber wirklich mit rum, den Schwung in die Kurve. So gut. Deswegen, liebe Entwickler, bitte dieses System beibehalten. Weil das macht einfach viel mehr Laune dann, wenn man den Gleiter auch wirklich... Guck mal, wie weit wir uns jetzt schon über unseren Turm rausgeschraubt haben hier. Der nimmt den Schwung sogar immer noch mit und steigt immer noch ein bisschen. Also so können wir ja unsere eigenen kleinen Thermiken quasi überall erzeugen hier mit unseren Sturzflügen. Uns ein bisschen wieder nach oben schrauben. Leute, das ist so gut. Ich finde das so super. Vor allem, da könnte man ja sogar theoretisch, könnte man vielleicht sogar oben über den Berg rüberfliegen. Zumindest können wir außenrum komplett. Und so wie ich es verstanden habe, ist ja auf der anderen Seite der des Berges nochmal ungefähr genauso viel Insel wie hier. Der soll ja so in etwa das Zentrum sein. Oder wenn wir gerade schon unterwegs sind, so schön, wollen wir nicht einfach mit dem Gleiter zur Höhle fliegen?
Wollen wir vielleicht nebenbei mal so einen kleinen Bogen aufdrehen am Nachbarlager vorbei. Letzte Folge noch vergessen zu gucken, ob die Mutanten eingezogen sind. Oh, warte, da war einer. Da ist einer und da rennt noch einer. Ich glaube, da rennt sogar ein Wurstmann und ein Zwillingskrabbler. Da haben zwei Zwillingskrabbler. Okay, Leute. Bei uns sind die Mutanten nebenan eingezogen. Und das, obwohl wir das Lager da zerstört haben. Da stehen keine Zelte mehr und nichts. Okay. Wie gut. Eigentlich ziemlich gut sogar. Aber dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn die da auch immer wieder neu spawnen, hoffe ich doch dann. Oder da immer wieder mal welche sind in dem Lager. Dass wir uns Mutantenrüstung auch organisieren hier bei uns vor der Haustür. Okay, auf der Drehung haben wir ein bisschen Höhe verloren. Ja, mit ein bisschen Übung. Mit ein bisschen Übung habt ihr auch geschrieben. Klappt das ganz gut. Ja, Leute, komm, wir fliegen direkt rüber zu unserer Höhle. Wir holen noch mal ein bisschen Höhe raus jetzt hier auf, neben unserem Turm, weil da kann man es gut einschätzen, wie viel Höhe wir gewonnen haben. Darf halt nur nicht zu steil nach oben ziehen. Oh ja, das war eine gute Runde. Wir holen uns sogar noch mal ein bisschen mehr. Oh. Alles klar, auf geht's, Leute. Rüber zur Höhle, zoom mal raus. Die ist ja da oben am Hang. Die Richtung eigentlich. So. Ja, wir müssen vielleicht ein bisschen bergauf fliegen. Lass uns noch mal ein bisschen Höhe holen. Geht's auch ohne, dass wir so einen Bogen reinmachen? Ja schon, ja schon. Uff, Leute, der Wahnsinn. Wir werden auf jeden Fall eine Folge machen. Eine Spezialfolge dann irgendwie. Oder halt eine Folge, wo wir einfach mal um die Insel wirklich rumfliegen. Gucken. Und auch vielleicht, wenn wir so interessante Spots sehen, wo sich eine Zwischenlandung lohnt, wo wir auch wieder schaffen zu starten. Dann machen wir das auch. Aber wir müssen hier eher dem Fluss so ein bisschen folgen, in die Richtung. Immer wenn wir einen Sturzflug gehen, dreht er die Karte so ein bisschen um. Ich glaube, die Richtung ist aber schon ganz gut. Kommen wir mal ein bisschen Höhe dazu. Ha, das ist so launig. Das ist einfach der Wahnsinn, Leute. Vielen Dank für die Tipps, dass das doch funktioniert. Weil wir das am Anfang zweimal probiert haben, da ging es überhaupt nicht. Und jetzt hoffe ich, dass die Entwickler das auch so lassen, dass das einfach das neue Flugsystem ist. Keine Thermiken, sondern einfach so. Guck mal, das ist die... Irgendwo hier muss die Höhle sein. Zoom mal näher ran. Wir müssen nur aufpassen beim Landen. Dass wir uns nicht zu sehr den Hals brechen jetzt hier. Zu sehr ist gut. Dass wir uns überhaupt nicht den Hals brechen, wäre gut. Zu sehr. Nur so ein bisschen, aber nicht zu sehr. Alles klar. Halt, du bleibst hier. Dich nehmen wir mit. Karte wieder raus. Das kleine Stück darüber schaffen wir auch zu Fuß. Leute, super. Super. Müssen nur gucken, ob wir von hier schaffen, zurückzufliegen dann irgendwo. Ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt. Ja, das sieht aber schon gar nicht schlecht aus. Irgendwo da oben kommen wir mit Sicherheit drauf gekraxelt. Für noch einen kleinen Start. Und im allerschlimmsten Fall tragen wir den Gleiter erstmal von hier zu Fuß nach Hause. Ist auch nicht so wild. Man ist ja nicht langsamer mit dem Gleiter. Bleibt nur ab und zu an den Bäumen so ein bisschen hängen, aber das geht schon. So. Dritte, ich sag mal Starthöhle, würde ich doch sagen. Ne? Das sind halt die drei Höhlen, die so am nächsten dran liegen. Um den Punkt, wo man abgestürzt ist. Ich rechne auch ein bisschen damit, mit dem, was wir in den... Also so... Von der Größe der Höhle eigentlich und vom Gegneraufkommen ungefähr mit dem, was wir vielleicht auch schon in den ersten beiden Höhlen hatten. Und mal gucken, was wir so finden.
können uns... Ich dachte, was steht denn da jetzt? Steht gar keiner mehr. Ist aufgespießt. So. Du bleibst hier. Karte brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier? Nur ein bisschen Geld. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. Stoff. Und mal nochmal drei von der Hubschrauberbesatzung. Oh. Oh, eine Steinschleuder haben wir da. Wie gut, der hat eine Steinschleuder. Wofür hat der denn eine Steinschleuder dabei? Das müssen auch nochmal die aus dem anderen Hubschrauber gewesen sein. Oder vielleicht auch unsere Besatzung, keine Ahnung. Obwohl, die ist ja mit uns abgeschmiert. Das wird schon noch eine andere Truppe sein. Keine Ahnung, wie viel die hergeschickt haben. Wir haben ja nur zwei Hubschrauber gesehen. Na gut, Leute, wie cool eine Steinschleuder. Trinken wir doch gleich mal einen Schluck, wenn wir hier sind. So. Wir haben sonst alles dabei. Ne? Uns geht's gut. Wie spät ist denn das? Achso, haben wir gerade offen. 13:47. Geht, wir gehen rein. Wir gehen rein. Und lassen die nächsten Mutanten frei. Ja, auf geht's. Leiter wird hier draußen. Und auf geht's. Gucken, vielleicht können wir sogar direkt von hier oben. Oberhalb dieser Höhle wieder starten. Ich wollte über und oberhalb. Und schon wird der Haus überhalb. Ihr wisst Bescheid. So. Achso, ihr Lieben. Einmal ganz kurz für YouTube. Ein Sekündchen. Sonst ist nachher zu dunkel. Zack. So. Alles klar. Taschenlampe brauchen wir aber trotzdem, würde ich gleich sagen. Hey, das ist ein Seilrutschenseil, ne? Ja. Okay. Guck mal, da unten liegen aber auch welche rum. Hol mal die Taschenlampe noch raus. Wäre schon ganz gut. Batterien haben wir auf jeden Fall die volle Ladung dabei. Oh, da steht auch ein Sauerstofftank. Sonst habt ihr nichts dabei, ne? Nee. Also dann kann man jetzt hier schon etwa irgendwo reintauchen auch. Oh, wie gut, dass wir dann in den anderen Höhlen zuerst waren. Aber die lagen auch besser von unserer Position aus. Ich wollte das ja so ein bisschen strukturiert angehen. Deswegen habe ich gesagt, die beiden äußeren Positionen zuerst wegmachen und dann halt hier in die Mitte rein, weil die ganzen anderen Höhlen sich an der Mitte konzentrieren. Und dann so ein bisschen der Reihe nach. Da haben wir Glück gehabt jetzt. Würde ich mal schwer behaupten. Also, ne? Sie hätten mal einfach hier jetzt gestanden, wenn das unsere erste Höhle gewesen wäre. Wupp. Wäre auch nicht so schlimm gewesen. Hätte man ja nur, ne, nach einem Schritt hätte man ja schon sehen können, dass man umdrehen muss. Okay. Eine Sauerstoffflasche haben wir auch schon gefunden. Also vielleicht müssen wir auch noch tauchen. Oh, 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 hallo. Wen haben wir hier? Das meiste haben wir schon voll. Du hast nichts Besonderes dabei. Nee, hat er nicht. Okay, wir haben hier einmal einen größeren Bereich erstmal. Von... Oh ja, von wo sind wir rübergekommen? Von da. Noch ein Sauerstofftank. Ja, okay, Leute, wir müssen hier auf jeden Fall, das sieht man schon, wir müssen hier auf jeden Fall tauchen. Welch Freude! Welch Freude! Wir müssen hier auf jeden Fall tauchen. Sieht aber haifischfrei aus auf den ersten Blick, ne? So, gucken wir noch einmal kurz, dass wir hier am Rand nichts übersehen. Ne, scheint der einzige Weg scheint hier durchs Wasser zu gehen. Alles klar. Taschenlampe weg. Und das tragen. So, mach mal aus, die Lampe. Axt weg. Und rein in den Teich. Hier haben wir ja Licht dran. So. Ob er den Sauerstoff automatisch auffüllt, ist die Frage dann jetzt irgendwie. Oder ob wir das im Inventar machen. Wahrscheinlich müssen wir das selber machen. Okay, da scheint es nur nach unten zu gehen. Ja, Leute, das ist nur so ein kleines Becken und hier geht's nach unten dann. Alles klar, dann
Na, warte, wir schwimmen erstmal ein bisschen nach oben, dass wir da reingucken können. So ein bisschen. Alles klar, und dann ab da. Abwärts. Abwärts. Okay, hier rum. Oh, das ist aber doch gerade ziemlich cool, Leute. Sieht auch gut aus. Hier irgendwo scheint hier Licht reinzukommen, so wie das da unten hier. Also außer unsere Taschenlampe. Man hört sich auch schon plätschern. Ich glaube, wir kommen schon wieder irgendwo raus. Ja, wir kommen schon wieder irgendwo raus. Oh, hallo? Unterwassermutanten? Seit wann könnten die hier schwimmen? Ah, ich wollte gerade sagen. Da bist du zu weit reingesprintet, ne? Sehr schön. Einmal mutantfrei Haus. Geh mal raus. Oh, da wird es aber auch gleich dunkel, wenn er die Lampe ausmacht vom Tauchgerät. So, Taschenlampe an. Komm, komm mal an dich ran. Ja! Oh, habe ich mich erschrocken. Guck mal, wie cool das aussieht. Doch, er hat's geholt. Wir haben es geholt. Mutantenrüstung collected. Guck mal jetzt hier, wie... Absolut gut. Okay. Knochen haben wir, glaube ich, eh voll. Alles klar, Leute. Weiter geht's. Weiter geht's. Vorne haben wir einen normalen Krabbler. Höhlenkrabbler, ne? Ist einer. Guck mal. Oh. Ah, der hat ihn schon mitgekriegt jetzt, ne? Hat schon was gehört. Da hinten ist noch einer. Oh, knapp neben's Ohr. Der hat gesessen. Schnell, schnell, schnell. Zwei Piekser mehr. Speere wieder raus. Ah. Der hat uns. Oh, noch einer. Komm. Noch einer, glaube ich. Oder der hat uns erwischt. Da. Okay, Nummer 3. Jetzt haben wir, glaube ich, nur... Ah, knapp. Eine Rüstung ver... Oh, da liegt nochmal... Da liegen Flossen, Leute. Wie gut. Wir kriegen sogar noch ein bisschen mehr von unserer Tauchausrüstung. Okay, sauber. Die haben wir. Wo ist denn das Tauchgerät noch an? Zieh mal aus. Dass wir da trotzdem Sauerstoff jetzt verbrauchen irgendwie. Das sieht fast ein bisschen so aus, ne? Ablegen. Jetzt haben wir es nicht mehr an. Wie cool ist das denn? Haben wir aber nicht automatisch angezogen. Moment, wir sind voll. Lass mal hier... Sehr cool. Okay, einmal aufgefüllt. So, warte mal. Den einen haben wir, ne? Geholt, dann den hier. Noch können wir was tragen davon, ne? Oh, wir haben 10, also Maximum, mehr geht nicht. Dann ziehen wir ruhig voll an. 6, dann hier wieder 7. Wenn er uns den holen lässt. Den haben wir noch nicht. Er hat gerade eben das ange... Da haben wir das Messersymbol. Sehr schön. Wie cool. Taucherflosse. Hier ist überall Schleim. Hier kommen die Wurstmänner, Leute. Hier ist schon alles voll geschleimt. Sieht einfach nur so gut aus mit dem... Achso, jetzt nicht mehr. Sieht einfach nur so gut aus mit dem Licht hier. Wie sich das oben spiegelt, das Wasser. Oh, nein! Ich kann überhaupt nichts machen. Wir sehen noch nicht mal, wo wir hinfahren. Wollen wir Taschenlampe in der Hand halten? Boah. Erstmal raus aus dem Pool. Nicht, dass hier ein Hai drin ist.
Oh, wie habe ich mich erschrocken, Leute. Ich meine, ohne Lampe hätten wir auch nichts gesehen. Da wären wir durch den dunklen Gang gerutscht wahrscheinlich. Schade, dass er die dann so vors Gesicht hält. Das war gar nicht wirklich gesehen, aber naja. Naja. Sonst hätten wir wahrscheinlich, wie gesagt, wären wir wahrscheinlich durch den dunklen Gang einfach gerutscht. Okay, das scheint aber nur ein kleines Becken zu sein. Ohne irgendeine weitere Verbindung. Aber da schwimmt einer im Wasser, ne? Also naja, schwimmt. Er treibt mehr so. Lässt sich halt ein bisschen treiben. Da können wir mal nichts machen. Okay, dann raus hier. Ist das gut. Diese Höhlentouren machen einfach super Laune. Basis bauen aber auch. Aber das brauch ich euch ja nicht sagen. Bei unseren Eskalationen, die wir in allen Survival-Spielen starten. So. Okay, Lieben. Hier drüben weiter. Jede Menge Koffer. Und ein Rucksack. Ach scheiße, ich dachte, die können wir vielleicht mitnehmen. Munition. Leuchtfackeln immer auch gerne, gerne. Nee, die sind voll. Und nochmal ein Stofffetzen. Okay, hier gibt es glaube ich nichts. Gehen wir hier weiter. Weiter das Klopfen. Irgendwas klopft da. Huhu. Kommt irgendein größerer Bereich, Leute. Und ich kriege hier schon C4 und Handgranaten. Nochmal. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass wir die mal auf die 4 legen. Boah, ich bin erschrocken. Handgranaten auf die 4, die auf die 7. Molly ist mal vorübergehend auf die 5. Ja, warte mal. Und du gehst mal auf die 6. Die haben wir auch noch nie ausprobiert, unseren Taser. Vielleicht können wir damit auch was... Sitzt da einer? Okay, Handgranaten haben wir auf der 4, ne? 4 sind Handgranaten. 5 ist der Molly. 6 ist der Taser. 7 ist die Sprengladung. Okay, wir gehen aber erstmal ganz normal mit dem Speer rein. Was haben wir hier noch? Nochmal ein Hangar, nochmal C4 und eine Handgranate. Das ist einer. Da waren zwei normale Flitzer. In eine Murmel rein. In eine Murmel. Den haben wir. Krabbelt noch einer. Läuft noch einer. Zwei mindestens noch hier drin. Da kommt er. Vorbei. Ah, da wird er getroffen. Du bist nicht so stark. Mist. Mist. Versemmel nicht die ganze Speere jetzt. Wo ist er jetzt wieder hin? Da kommt er. Okay, geht aber noch. Ich glaube, der fällt auch schon um. Alles klar, geht noch, geht noch, geht noch. Zwei Panzerungen weg. Ist doch okay. Macht das so ein komisches Geräusch, wenn wir da... Noch einer. Da steht er jetzt. Wenn er das ist. Ich würde sagen, das ist er. Können wir ihn eigentlich auch durch einen Schuss ins Bein hier bremsen. Wenn wir es treffen, vielleicht das Bein. Dann vielleicht schon. So. Gib die wieder her. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer.
Okay, dritte Rüstung runter. Da brummt schon wieder irgendwas im Dunkeln. So, nächste Panzerung. Ah, Taschenlampenbatterien werden schwach. So, zack, einmal nachladen. Nächste Panzerung. Sieht aber noch ganz gut aus. Wir hatten ja schon wieder das Tauchgerät an. Waren wir schon wieder im Wasser? Nee, oder? Ich zieh das mal aus. Ist jetzt aber noch nichts anderes außer die normalen hier drin, ne? War noch kein Wurstmann dabei. Kein Zwillingskrabbler. Oh, wir haben. Oh, wir können nicht mehr. Was haben wir da? Was war das für ein Geräusch? Wir haben eine fallen lassen. Der geht nicht. Okay, dann filmen wir uns gleich wieder komplett auf. So. Stoff, was zu trinken. Was zu trinken haben wir genug. Wir könnten ja. Wie viele Mollys kann man denn auf Vorrat haben? Okay, voll. Mehr geht nicht. Nimm mit. So, warte mal kurz. Wie viele Wege gibt es hier wieder? Gibt es hier wieder mehrere? Das sieht eher irgendwie. Na, obwohl, da kann man doch rein. Da kann man doch reinkraxeln. Oh, Leute. Wer sitzt denn hier noch? Der hat sich ein bisschen Geld mitgenommen. Er hat also damit gerechnet, dass er von der Insel hier runterkommt. Würde ich sagen. Er hat sich ein bisschen bei den Millionären bedient. Okay, Moment, aber ist das jetzt der einzige Weg? Haben wir uns jetzt hier schon eingesperrt? Ich hoffe nicht. Na komm. Ist irgendwas über uns, was uns hier blockiert? Ah, wir kommen wieder raus. Wir kommen wieder raus. Komm, wir kommen hier rausgewobbelt. Ah, sehr schön. Nee, warte mal. Da sind wir reingekommen. Da geht's nicht weiter. Aber da geht's weiter. Und da geht's weiter. Okay, wieder zwei Wege. Einer durchs Wasser, einer hier. Was ist das, Leute? Nee, es ist nur ganz normaler, ne? Ja. Jetzt mal einen ins Knie. Ins Ohr. Wunderbar. Haben wir. Okay. Ja, wohin jetzt, Leute? Ist wieder die Frage. Wohin als nächstes? Oh, wir müssen was essen. Das ist erstmal als nächstes. Auch sowas. Und deswegen läuft es mit Nahkämpfen noch nicht so gut. Ist was? Ist ruhig noch was? Energy Drink oben drauf. Ja, trink ruhig ein. Vielleicht sind wir auch schon wieder mitten in der Nacht unterwegs. Aber ist egal. Deswegen der Energy Drink und Energieriegel haben wir keinen. Na gut. Haben wir mitgenommen, ne? Haben wir mitgenommen. Okay, dann gehen wir erstmal hier weiter. Da geht's nochmal ins Wasser, so wie es aussieht. Und das ist auch eine. Oh, da haben wir den ersten Wurstmann. Das ist auch wieder eine richtig gute Höhle, Leute. Ja, ich höre noch einen. Das ist nochmal zwei Wurstmänner mindestens hier. Gehen erstmal am Rand ab. Hier sitzt schon wieder der nächste. Gibt es aber auch Handgranaten ohne Ende. Vielleicht sollten wir meine benutzen. Da kriechen Babys rum. Eieiei, das rumst aber ordentlich. Kommt noch so ein Doppelviech an. Das ist schon laut. Guck mal her. Ha,
Ich glaube, wir haben den Zwillingskrabbler schon in die Luft gesprengt, Leute. Also wir finden hier lauter Schrotmunition. Wäre cool, wenn man hier auch mal die... Oh, guck mal, wie der da drin klebt. Wäre cool, wenn wir auch in die Flinte finden könnten. Wir haben den echt weggesprengt mit der Handgranate. Der war, saß nah genug dran, der Zwillingskrabbler. Aber es rumst ganz schön in den Höhlen hier. Und guck mal, das wird ja immer mehr. Hier ist ein richtiges Labyrinth. Es geht ja immer weiter. Hier geht es auch noch weiter. Oben hängen welche rum. Das hat schon fast ein bisschen was von Alien, die da drin hängen, in dem Schleim. Leute, da gab es mehrere Wege. Es gibt immer noch den Weg durch die kleine Höhle. Durchs Wasser halt. Nochmal jede Menge Geld. Und wieder durchs Wasser. Wohin als nächstes? Da geht's auf jeden Fall ins Wasser. Jetzt gucken wir hier nochmal den großen Raum ab, ob es nur einen Weg gibt. Oder auch noch mehrere. Also hier sah es ja auch noch mal aus, wie es ins Wasser geht auf jeden Fall. Aber gibt es sonst noch einen Weg? Nee, warte, hier geht's gar nicht ins Wasser. Okay, das heißt, da sind wir reingekommen. Das ist nur ein großer offener Bereich, an dem es dann nur hinten in der einen Richtung weitergeht. Durchs Wasser eben. Taschenlampenvorrichtung. Leute, wir müssen hier genau gucken. Und ich wäre jetzt dafür, dass wir zurücklaufen. Und diesen kleinen Gang abtauchen. Wer weiß, wo der hinführt. Ja, komm, wir laufen zurück. Taschenlampe. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen können. Oder ob wir die Taschenlampe jetzt irgendwo dran befestigen können. Vielleicht an der Waffe dann später. Taschenlampen. War hier eben auch schon so ein Knochenhaufen? So, okay. Dann erst hier rein. Dann erst hier rein. Auf geht's, Licht machen wir automatisch an. Oh. Oh, 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 hier schwimmen aber Stücke hier rum. Mit Fruchtfleisch ist das. Ah, guck mal. Das ist verbunden. Ja, ja, das ist verbunden. Okay, das führt uns auch nur hier rein. In denselben Gang. Das heißt, man könnte auch von hier dann hier reintauchen. Wahrscheinlich ist es vielleicht eher so gedacht sogar, dass man das von hier findet und dass man gar nicht da reinklettert, so wie wir das gemacht haben. Ja, ich schätze, es ist eher so gedacht, ne? Okay, alles klar. Das heißt, es geht dann nur in einer Richtung weiter, und zwar in dieser hier. Leute, ich hoffe, wir haben jetzt nichts übersehen hier. In dem großen Raum. Oh, der hat es schon gehört. Ein ins Bein. Ja, naja, geht auch. Hauptsache, ich kipp's um. Ich kipp um. Hammer. Hammer, Hammer.
Aber wir haben hier so viele Sachen jetzt für die... Oh, schon wieder voll. Und dann können wir auch nicht mehr tragen, denn wir sind ja auch schon voll ausgerüstet. Na gut, Mutantenrüstung voll. Wir haben hier so viele Sachen für die Schrotflinte jetzt gefunden, dass ich Sorge habe, dass ich die da irgendwo übersehen habe. Hast du mich erschrocken? Mach doch nicht sowas. Er hat aber auch eine Weile gebraucht, um umzukippen. Da hat er erstmal überlegt, in Zeitlupe umgefallen. Wie jetzt? Unsere beiden Speere sind, glaube ich, gerade durch den Boden weggeglitscht, so wie das aussah. Sauerei. Achso, können wir ja nicht. Ah. Doch, wir haben jetzt gerade zwei Speere verloren. Sauerei. Na, wo bleiben sie? Ja, wir haben Speere verloren. Klebeband, Messer, zwei Stöcke. Da brauchen wir schon immer genug. Ist eigentlich immer noch unsere Hauptwaffe die ganze Zeit. Funktioniert ja auch super. So, zack, zack. Die Batterien haben wir da oben noch viermal, ne? Oder fünfmal vielleicht noch. Okay, alles klar. Sackgasse geht also auch wieder nur in eine Richtung weiter. Oh, was ist das denn da, Leute? Was da hinten so leuchtet. Guckt mal, guck mal, guck mal, wo wir hier rauskommen. Oh, das ist alles voller Babys. Aber alles voll. Ich würde sagen, Granatenzeit! Ich glaube, die haben wir. Leute, was ist das denn hier? Ich komme in eine Bunkeranlage rein, würde ich sagen. Der ist schon hin. Wow. Wow. Gut. Können wir da runter? Sollen wir da runter? Sollten wir da runter? Was hast du denn dabei? Eine Schaufel! Super, Leute, wir haben die Schaufel gefunden. Alles klar, sehr, sehr cool. Jetzt die Frage, kann man da runter? Soll man da runter? Laden wir nach. Mal sehen, ob er uns da drüben einen Ankerpunkt anzeigt. Ob er uns einen... Nee. Hab mich ein bisschen erschrocken. Leute, ich glaube, wir sollen da nicht runter, ne? Es sieht aber aus, wenn man da runter... Obwohl, ah, nee, wir können hier, glaube ich, gar nicht über die Kante. Ich hab gerade... Jedenfalls bin ich gerade an irgendwas hängen geblieben. Ja, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, wir können hier nicht rüber. Alles klar, dann wissen wir das auch. Ja, okay. Guck mal, was für riesige unterirdische Anlagen die dann aber hier gebaut haben. Wie riesig diese Bunker dann sein müssen. Eine Karte hast du aber nicht dabei, ne? Ah, die kriegen wir wahrscheinlich dann an einen der vielen Gräber, die wir gesehen haben. Ich schätze mal, was war da dann? Okay, wir haben ja noch eine Markierung, ne? Eine von den Markierungen... zeigt uns noch eine von den grünen Punkten. Einer von den grünen Punkten war noch... Achso, hier drin geht ja unsere Karte nicht. War noch... Oder war einer... War ein Grab auf jeden Fall. Das sollten wir dann zuerst ansteuern, weil das wird uns ja... Die anderen Gräber werden ja nicht angezeigt. Dann sollten wir das zuerst ansteuern, was auf jeden Fall angezeigt wird. So, das heißt, wir waren jetzt hier in dieser Höhle hoffentlich überall und haben nichts übersehen. Hier kann man nicht runter, bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Was zum... Okay, das passiert einfach zufällig an der Stelle da. Anscheinend. Keine Ahnung. Okay, Leute, Schaufel gefunden. Taschenlampenaufsatz, wahrscheinlich für eine von den Waffen, dass wir die Waffe so benutzen können. Mit Taschenlampe dann in Kombination. Vielleicht müssen wir doch nochmal runter zum Strand und uns trauen nochmal rauszuschwimmen zu den Haien. Und für uns selber die Pistole auch nochmal holen.
So, es gab nur den einen Weg zurück, ne? Oh, 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 oh. Ja, da, wo wir die Wurstmänner halt haben stehen lassen, ne? Wie bist denn du hier durchgekommen eigentlich? Nee, 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 warte, warte mal. Zurück, zurück, zurück. Weil die können doch nicht ins Wasser. Sind wir wieder hier? Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben die Höhle komplett durchsucht und alles mitgenommen, was wir hier finden können. Sehr cool. Als nächstes können wir uns also auch da ran machen, ein paar von den Gräbern auszubuddeln. Mal gucken, was wir da entdecken können. Das ist echt so übel, wie die da drin hängen in dem Schleim. So, die haben wir auch alle erwischt. Sind wir wieder in dem großen Bereich. Ich denke, hier haben wir nichts übersehen. Hoffe ich einfach mal, dass wir hier drin nicht die Schrotflinte auch noch finden konnten. Wenn doch, müssen wir nochmal wiederkommen. Aber wir haben uns hier schon gründlich umgeschaut, würde ich sagen. Okay, und ich würde sagen, wir kommen zum Ende dieser Folge hier. Den Weg zurück nach Hause finde ich dann auch alleine. Dann hätte ich schon Lust, in der nächsten Folge dann zu unserem großen Inselrundflug mal zu starten. Mal zu gucken, was auf der anderen Seite vom Berg wirklich ist. Wie viel Insel da noch so kommt. Ja, ich würde sagen, nächste Folge starten wir mal einen richtig großen Ausflug, Rundflug, wo wir dann eventuell auch ein paar Zwischenstopps machen. Mal gucken. Ihr Lieben, wie immer sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.